Ihr Lieben, jetzt haben wir hier einen Kandidaten, der es doch tatsächlich geschafft hat, in seinem Leben in der Schulzeit dreimal sitzen zu bleiben. Und das ist mein geliebter Ehemann. Und deswegen, weil er natürlich auch tolle, interessante Storys zu erzählen hat und wir öfter angesprochen werden, gerade auf das Thema mit Sitzen bleiben. Du weißt es, gerade gestern wieder, als wir unterwegs waren. Ich muss dazu sagen, es gab einen Zeitungsartikel darüber und deswegen musst du also diese Story sowieso öfter erzählen. Und wir haben gedacht, wir bringen sie natürlich jetzt auch bei uns in Werner Talk. Schatz, wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist richtig. Also dreimal sitzen geblieben. Es gab einen Artikel in der WAZ und ja. Man fragt mich immer wieder, dass sie so mutig waren, darüber zu sprechen und so weiter. Ich sag mal, das ist ja erstmal keine Schande, wenn man sitzen geblieben ist. Ja, gut, aber das sagst du und viele sehen es eben anders. Das ist genau der Punkt. Genau, also aus meiner Sicht ist es keine Schande, sonst hätte ich ja auch das Leben nicht so gut bewältigen können. Aber ich erzähle vielleicht mal, wie das dazu gekommen ist und was ich so für Schlussfolgerungen daraus ziehe. Genau. Also das Ganze ging los, ganz normale Grundschule. Damals war noch eine Zeit, wo man eine Prüfung gemacht hat. Und so hatte ich dann die Gymnasialreife und da bin ich dann hin versetzt worden. Ja. Bis dahin war alles unspektakulär. Der nächste Schritt war Gymnasium. 5. Klasse und 6. Klasse verliefen ganz unspektakulär. Mhm. Und dann kam die 7. Und da kriegten wir einen neuen Mitschüler, Jürgen Mertens. So ein ganz toller Typ, das war so der Führer der Klasse dann. Und Jürgen Mertens. Hast du eigentlich noch Kontakt mit ihm? Nein. Ich habe ihn verloren aus der Sicht. Aber wir vielleicht bekommen wir jetzt den Kontakt. Wir würden ihn jetzt hier mit grüßen. Ja, Jürgen Hallo Mertens. Hallo Jürgen Mertens. Ja. So, also, aber das war ein toller Typ und der spielte super gut Fußball und ich spielte auch relativ gut Fußball. Und so habe ich meinen Schwerpunkt ganz klar in der 7. Klasse auf Fußball verlegt. Ja. Und wir hatten eine super Zeit. Er hat die Versetzung geschafft, ich nicht. Und damit war dann das erstmal vorbei. Das war also der erste Schritt. Dann ging es weiter, 8. Klasse, 9. Klasse. Und dann baute die Leistung bei mir auch so ein bisschen ab, muss ich schon sagen. 10. Klasse und das endete in einem Desaster. Das war ein fürchterliches Zeugnis. Ich hatte den Fußballsport weiter betrieben. Hinzugekommen war noch Handball und Angeln. Und dann gab es ein Zeugnis, das war dann leider legendär. Das heißt? 11 Noten, eine 1, das war ein Sport, und 10 Noten schlechter als 4. Also das war dann ja ziemlich unten. Und danach ging es dann in das zweite Mal 10. Klasse. Ja. Und die startete aber mit einem Unfall. Ich hatte so einen Unfall mit meinem Moped. Und lag letztendlich 2 Monate im Bett. Und das war natürlich für die schulische Geschichte schlecht. Man kriegte ja die Hausaufgaben. Und wenn jemand sitzen bleibt, dann heißt es ja immer, das ist sowieso ein Wiederholer, das ist doch kein Thema. Ja. Aber so ist es nicht. Ne? Auch Wiederholer haben vielfach etwas anders den Stoff dargeboten bekommen. Und ist nicht so einfach. Also, ich habe es nachher versucht mit mittlerem Elan, würde ich mal sagen, und habe es nicht geschafft. Damit war das zweite Mal 10. Klasse sitzen geblieben und es war fertig. Ich hatte dann mich umsehen müssen, das bahnte sich ja an zum Ende des Schuljahres. Und ich habe eine Lehrstelle bekommen als Tischler. Mhm. Hätte ich auch gerne gemacht. Es deckte sich aber nicht mit dem echten Berufsziel. Mein Berufsziel war über viele Jahre schon, dass ich Arzt werden wollte. Nur es passte natürlich nicht mit dieser Schulperformance überein. Dann hat mein Vater einen Versuch unternommen, mit der Direktorin und der Schulkonferenz eine Möglichkeit zu erwirken, nämlich dass ich nochmal quasi so eine Bewährungszeit von 2 oder 3 Monaten bekomme. In der 10. wieder nochmal oder in der 10. 11.? Nein, nochmal in der 10. Also 3. Durchgang, 10. Klasse. Ja. Ich weiß, wie ich da anfing, als ich dann in die Schule jetzt kam. Jetzt muss ich dich mal unterbrechen, ja? Also ihr müsst euch vorstellen, 3. Mal 10. Klasse, da hält einen ja jeder für doof, oder? Ich meine, ja, das sowieso. Also wenn ich mir jetzt das so vorstelle, als du mir das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, das erste Mal erzählt hast, habe ich gedacht, holla die Waldfee.
Es ist ja nicht nur die Schüler, was die denken, vom Alter her. Ne? Da kommt ja jetzt der 3 Jahre ja ältere als der Klassendurchschnitt in die Klasse rein, ja, sondern auch die Eltern, Erwachsenen. Ja. Man spürt das ja. Es war auch so, ich kam dann eben am ersten Schultag, es wurde diese 3-monatige Bewährungsfrist erlaubt. Ja. Und ich ging in die Klasse. Und da kam ein eher kleiner Gewachsener, der stand vor mir und der dachte, ich sei der Referendar. Also vor dem Hintergrund, das hat einen natürlich auch alles ein bisschen geprägt. Aber die waren insgesamt nett, aber man hat natürlich ein Stigma, dass man nicht nur doof ist, sondern ja eigentlich noch dümmer. Ja. Aber das ist eben so und deswegen sage ich immer, ein Zeichen für diejenigen, die sitzen bleiben, weil die haben es nicht einfach. Ne? Mhm. Die haben es nicht einfach. So, und dann ging das leider auch nicht gut los, diese 3 Monate. Ich hatte dort eine Chemiearbeit geschrieben, die ging eigentlich auch gar nicht. Mhm. Und dann zeichnete sich ab, dass das nicht funktionieren wird. Wie kam es jetzt zu dem Wandel? Was war der Auslöser, dass bei dir der Schalter sich auf einmal gelegt hat und du in die Puschen kamst? Ja, da gab es einen klaren Grund. Also in dieser 10. Klasse angekommen und da gab das ein Mädchen und die war sehr, sehr nett. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ob wir uns mal sehen können. Und die kannte natürlich so ein bisschen meine Vorgeschichte und das war eine sehr gute Schülerin. Mhm. Und dann sagte sie irgendwie nach 2-3 Tagen, also wir können uns sehen, aber meine Mutter hat gesagt, nur zum Schularbeiten machen und zwar bei ihr zu Hause. Und da saß ich dann, habe die Schularbeiten gemacht und wir haben auch mehr gemacht, aber wir haben vor allem Schularbeiten gemacht und das hat bei mir so ein, ich würde mal sagen, Ehrgeiz auch entwickelt, weil die war so viel besser als ich. Einen männlichen Ehrgeiz. Genau, wie wir ihn auch immer nennen. Aber es war sehr gut, ich habe mich gut entwickelt jetzt in der Schule dort, habe nachher einen sehr guten Abschluss gemacht in dieser 3. 10. Klasse, die ich erlebt habe. Und dann ging das ja darum, wie ich in die Studienstufe kam. Und da gab das noch so ein Erlebnis. Da las ich einen Bericht über Bernhard Grzimek, für die Jüngeren, die den nicht kennen. Ja. Das war ein sehr bekannter Tierforscher, Verhaltensforscher. Und der hatte sein Abitur in Biologie mit einer 1 gemacht. Mhm. Und dann dachte ich, Jochen Werner, das ist ein Ziel, das machst du auch. Und dann bin ich in die Studienstufe gekommen und dann gab das einen anderen Mitschüler, Uwe Deutermann. Hallo Uwe, vielleicht hörst du das mal. Der hat ganz viel bewegt in mir, weil der strotzte vor Selbstbewusstsein, das ich gar nicht mehr hatte durch diese ganzen Niederlagen. Und der sagte, weißt du, ich bin so gut in Chemie und Physik und so weiter, eigentlich kann ich mehr als die Lehrer. Und der ist so reingegangen in Arbeiten und hatte nicht diese Nervosität, die ich hatte. Und ein bisschen habe ich von dem übernommen. Und gut, der hat das beste Abitur gemacht, ich habe das zweitbeste gemacht. Aber es war eben so eine Gesamtgeschichte, wie ich glaube, man darf einfach nicht den Glauben aufgeben. Und meine Mutter hat es immer unterstützt, ja, hat gesagt, du schaffst es. Die ist zu den Lehrern gegangen, hat immer gesagt, Jochen will Arzt werden. Die Lehrer haben gedacht, oh Gott, bei der Mutter, wie soll es klappen? Aber zum Schluss ist sie eben auch zu den Lehrern gegangen und hat sich dann, ja, ich sag mal, die Freude abgeholt, dass ihr Vorhaben ganz gut geklappt hat. Ja, das ist schon eine sensationelle Story. Zumal dann auch noch dazu kommt, das Ganze ist so extrem gekippt, dass du ja in der Oberstufe dann auch noch ein Lateinbuch für die Schüler geschrieben hast, eigentlich für die Schule, ne? Was dann auch im Unterricht verwendet wurde. Ja. Das ist auch eine Hammer-Story. Da musste ich so schmunzeln, weil ich es so bezeichnend finde, wie schnell man doch jemanden auch in eine Schublade steckt und ihm nichts mehr zutraut. Und dein Lehrer, glaube ich, erzähl mal selber. Genau, ich hatte dann Latein-Leistungskurs. Und ich war in Latein auch vorher grauenvoll schlecht. Aber das ist ja eine Sprache, die man an sich sehr gut lernen kann. Ja. Und ich fand aber so von der Didaktik her, es passten die Lehrbücher jetzt nicht so für mich als Schüler gesehen. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das ist richtig. Das ging um
Übersetzungshilfen für Cäsar. Mhm. Und ich habe mich mit dem Manns Verlag dann in Verbindung gesetzt. Die haben bis zum Schluss geglaubt, ich sei Oberstudiendirektor. So war immer die Korrespondenz. Sehr geehrter Herr Kollege. Ich habe die aber in dem Glauben gelassen, weil ich habe ja nur meine Beiträge abgeliefert. Ich habe auch niemals gesagt, dass ich jetzt Schüler bin. Nur als sich das so abzeichnete und dann kam auch vom Verlag natürlich das Interesse, wieso, wie ticken Schüler, wie wollen die es wirklich haben. Und das war ganz gut. Also wir haben viel miteinander erarbeitet. Der Lehrer, der das begleitet hatte, der hat es nicht mitbekommen. Also mein Lateinleistungskurslehrer. Und als die ganze Geschichte dann fertig war mit dem Abitur, da war auch das Buch da. Und das war für den irgendwie zu viel. Also das war, ja, das ja, ist natürlich, der hat natürlich Latein ganz anders ja. gelebt, auch als jetzt so ein Schüler von ihm. Ja. Ich glaube trotzdem, dass der Ansatz, wie man als Schüler auch Spaß an so einer Sprache bekommen ja. kann, der war gar nicht so verkehrt mit dem Buch. Mhm. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass an der Schule dieses Buch dann eingeführt wurde, ja. nachdem ich da weg war. Aber ja. so war die Geschichte, die ist auch ein bisschen speziell. Aber die soll ja auch nur zeigen, dass wenn man Lust hat, Dinge zu machen. Ja. Ich ging abends zu meinen Eltern und sagte, ich habe gesagt, ich will jetzt ein Lateinbuch schreiben bei der ganzen Vorgeschichte. Und das war eben das, was bei meinen Eltern das Besondere war. Die sagten dann, das ist eine sehr gute Idee, das mach mal. Und die haben natürlich gedacht, als ich rausging, gut, das wird sowieso nichts. Aber der Glaube an einen, ja. das war der Punkt. Ja, und ja. so kam dann auch ein Lateinbuch. Und ich glaube, da müssen wir uns alle irgendwo eine Scheibe, wenn wir Eltern sind, ich ja auch, eine Scheibe von abschneiden. Denn das ist also eigentlich die Story mit deinen Eltern, finde ich natürlich nochmal sensationell, ja. dass deine Mutter immer gesagt hat, nein, mein kleiner ja. Schatz wird aber trotzdem Arzt. Und ja. Ja, ja, da haben doch bestimmt auch viele gedacht, lass die Mutter mal glauben, ja, die steht natürlich. Nicht, die sieht das Reale nicht. Die hat einen Wunsch, der Sohn ja. soll das und das erreichen, was sie selbst nicht erreicht haben. Ja. Und, ja, was ja viele Eltern auch ja, in ihre Kinder reininterpretieren genau, oder gerne hätten genau. und es am Ende doch nicht. Absolut. Aber das war bei dir natürlich anders. Sehr schön. Ja. Danke, mein Schatz. Ja, war schön.